Ah, Johannes. Entschuldigung, da fährt ein Achtjähriger. Kompodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Kompodcast Folge Nummer 5. Also eigentlich 5.2, dazu gleich mehr. Mir gegenüber sitzt heute ein bisschen, gestern war sie freizügiger angezogen, heute ist sie wieder ein bisschen zugeknüpfter. Die oh mein Gott, die Leute denken auch, ich sitze immer nackt vor dem Bildschirm. Hier ist, war ja auch warm, ist ja quasi Sommer. Auf ich jeden Fall hatte einen Top da, an. Ja. Auf jeden Fall sitzt Heiland. Da die Denise. Hallo. Mir gegenüber sitzt der wie immer bis oben hin zugeknüpfte Johannes Feig. Hast du gesehen, was für ein T-Shirt ich heute anhabe? Genau, der Johannes trägt sein schönes Wir-sind-bekloppt-T-Shirt. Ja. Dass er während seines Fanshop. Genau, was er während seines Jahres auf Wangerooge gebartigt hat. Ja, wunderschön. Gibt oder? Bestimmt Bilder online davon, oder? Muss ja, du gleich. Der Johannes also, macht gleich immer mal Bilder. Ja, also ich habe es ja gerade eben schon angekündigt, es ist ja eigentlich Folge 5.2. Denise, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich bei dir los? Es war letzte Folge. Ja, das Folge wüsste ich schon auch so gerne mal. Irgendwie steht kein guter Stern über unserem Podcast. Letzte Folge, der ein oder andere wird das gehört haben. Ja, es war wirklich ich, der da gesprochen hat. Der da aber gesprochen hat. Irgendwie wurde die Aufnahme ein bisschen verzerrt. Das hat uns Nerven gekostet. Und ja. Gestern, also heute ist Montag, wir nehmen normalerweise immer sonntags auf. Und gestern haben wir so eine halbe Stunde gequatscht, bis mir dann aufgefallen ist, dass die Aufnahme nach 5 Minuten unterbrochen war. Und das Schöne ist, Denise hat mich, ich habe gerade so schön erzählt und Denise hat mich mitten im Satz unterbrochen und ich dachte mir, okay, was ist jetzt so wichtig, dass sie mich in meiner Aufzählung unterbricht? Ihre Worte waren quasi, glaube ich, relativ originalgetreu. Johannes, auf einer Skala von 1 bis ich hasse dich. Wie schlimm ja. wäre es, wenn die Aufnahme jetzt nicht aufgenommen hätte? Ich glaube, der Johannes war kurz davor, vorbeizukommen. Deswegen haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, dass wir das heute noch einmal einfach probieren, in der Hoffnung, genau. dass es heute jetzt funktioniert. Und wir haben es nicht extra, nicht direkt dann nochmal probiert gestern, weil dann wäre das ja zu sehr in unserem Gedächtnis gewesen. Und wer uns kennt, also wer zumindest mich kennt, weiß, nach einem Tag habe ich schon wieder alles vergessen. Von daher starte ich quasi in diesem Kompodcast komplett wieder frei rein. Hab allerdings, nicht wie gestern, nicht vorbereitet, habe ich mich tatsächlich heute ein bisschen vorbereitet. Heute habe ich tatsächlich ein paar Themen mehr, über die wir uns unterhalten können. Aber ich weiß, Denise, du warst natürlich am besten vorbereitet. Deswegen ja, übergebe ich dir jetzt einfach mal das Liste. Mikrofon und erzähl uns doch mal, was hat dich diese Woche bewegt? Ich habe ja erstmal, ich muss erstmal kurz sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Früher in der Schule oder auch heute noch, wenn man irgendwas aufschreibt und sich vorher so Sätze im Kopf zurechtrückt und diesen Satz dann nicht mehr so hingeschrieben kriegt, wie man ihn vorher gedacht hat. Und man immer denkt, oh Mann, der Satz, den ich eben gedacht habe, der war so viel besser als das, was ich jetzt geschrieben habe. Und sowas habe ich immer so, ich habe Angst, dass ich am Ende der Folge denke, oh Mann, die Folge gestern war so viel besser als das, was wir heute gemacht haben. Was nie jemand erfahren wird, weil es ja keine Audiospur gibt. Ja, wir haben sogar gerade eben die letzten Beweise daran gelöscht. Bei mir gab es ja sogar Audiospuren. Meins hat ja funktioniert. Ja, das wäre bestimmt interessant gewesen. Ich hätte einfach nur irgendwas so dann gesagt. Ja. Ja, ich hätte mir einfach deine Antworten genau, deine Antworten anhören und irgendwas dazu gesagt. Ich hatte übrigens heute Morgen Banane. Ah, das ist aber sehr interessant. Aber ich weiß noch so ungefähr, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja. Und natürlich habe ich auch noch meine Notizen, die ich zwar das letzte Mal, doof wie ich nun mal bin, direkt nachdem wir das angesprochen haben, alle gelöscht habe. Aber ich habe es nochmal so grob aufgeschrieben. Wir haben angefangen damit, dass vor 2 Wochen die neue Kriminalstatistik veröffentlicht wurde. Ah, ja. Und in dieser Kriminalstatistik werden eben nicht nur ja, Kriminalfälle quasi dargelegt, sondern auch deren Motive. Und da wurde zum ersten Mal, seit es diese Statistik gibt, Deutschlandfeindlichkeit als Motiv explizit aufgeführt. Und das hat für einige Diskussionen gesorgt, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Was hältst du davon, Johannes? Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich glaube,
also wir haben ja darüber schon mal gesprochen, aber es war halt so, wir treffen uns ja immer schon mal ein paar Minuten, bevor wir die dann wirklich beginnen aufzunehmen und quatschen dann schon mal so ein bisschen und testen auch die Technik meistens. und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann haben wir es aber irgendwie vergessen, in der Podcast-Folge auch zu erwähnen. Deswegen war ich, als du das angesprochen hast, ein bisschen verwirrt und dachte so, hä, da haben wir doch in der Folge schon mal drüber gesprochen. Aber nee, haben wir nicht, wir haben nur vorher darüber gesprochen. Ich finde das krass, weil das so, also auf der einen Seite finde ich das, ja, nee, wie sage ich denn jetzt? Ja. Ich kann verstehen, dass es da Aufruhr gibt, aber es sollte nicht Aufruhr geben im Sinne von, die Ausländer hassen uns, die Ausländer verprügeln uns, sondern... Ja. Wir sollten also, die Ausländer verprügeln, bevor sie uns verprügeln. Oh Gott. Ah, Johannes. Da haben wir aber auch tatsächlich... Das sind natürlich auch Sachen, die wir schon vor dem Podcast schon... Also so im Privaten auch das ein oder andere Mal besprochen haben. Das sind so Sachen, dass man einfach in einer Welt lebt momentan, die auf der einen Seite sehr tolerant ist, was ja auch schön ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so schwierig, weil alle übertolerant quasi sind. Und das Problem ist, wenn man so übertolerant sein will, dann nährt man natürlich die Menschen, die nicht tolerant sind. Ja. Also wenn man jetzt mal als Beispiel zum Beispiel nimmt, vor ein paar Jahren hat ja Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewonnen. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, hat sie jetzt gewonnen, weil die Menschen die Musik gut fanden, was ja eigentlich Sinn der Sache ist bei einem Musikwettbewerb, oder hat sie gewonnen, weil Europa zeigen wollte, wie tolerant wir doch sind. Haben wir ihnen die Punkte gegeben, weil wir so tolerant sind? Und dann ist es wieder nicht mehr fair, finde ich, wenn jemand bevorzugt wird, weil er einer gewissen Gruppe angehört. Das ist wieder auch nicht richtig. Schwieriges Thema. Generell, das ist ja, ich habe gestern auf Facebook, es war ja Sonntag, ne? Sonntag ist bei mir immer so der einzige, nee, eigentlich ist es bei mir Samstag, aber Samstag musste ich, hatte ich einen ganzen Tag Unterricht von meiner Chorleiterausbildung her, deswegen war es diese Woche mal Sonntag. Ich nehme mir einen Tag in der Woche raus, wo ich wirklich gar nichts mache, wo ich wirklich nur relaxe und chille und mich nicht irgendwie groß anstrenge, weil ich sonst die ganze Woche ja eigentlich von 8 bis 10 abends am Computer sitze und arbeite. Und dann ist das so ein Tag, wo ich wirklich gar nichts mache. Und das war eigentlich am Sonntag und dann lag ich morgens im Bett und habe auf Facebook, da kommt man ja schnell in so einen Strudel mit den ganzen Videos, dann wird ja nichts vorgeschlagen. Oh ja, guck mal da, SpongeBob hast du auch schon lange nicht mehr gesehen, guckst du dir noch an. Und dann bist du ja Stunden damit beschäftigt. Aber du meinst YouTube, oder? Nee, Facebook. Da Facebook? Du, wenn du das auf dem Handy aufhast, dann öffnet sich hier so ein extra Ding und dann wird quasi auch automatisch der Nächste. Bei YouTube kannst du das ja ausschalten, dass es automatisch der Nächste ist. Bei Facebook geht das gar nicht. Da musst du das nicht zu sehen. Da musst du stundenlang gucken. Da geht es gar nicht anders. Ja, und dann wurde mir auch so eins, ich glaube es war von ZDF oder so, ist ja auch egal, so ein Experiment in der Fußgängerzone vorgeschlagen. Und zwar war da ein Schwarzer und ein weißer Mensch. Sind wir an dem Punkt schon wieder. Ja, hell und dunkelhäutig, weiß ich. Ich weiß nicht. Das hätte ich eigentlich mal googeln können, was die politisch korrekte Bezeichnung ist. Verdammt, also, das habe ich vergessen. Ich denke immer, es ist wichtig, was man dabei für einen Gedanken hat. Ja. Also wenn ich jetzt sage, der Mensch ist schwarz und ich sage, der Mensch ist weiß, dann geht es doch nicht darum, was ich sage, sondern mit welchem Hintergrund, oder? Ja. Also das ist so mein Gedanke. Auch wenn ich sage, der Mann ist, weiß ich nicht, was gibt's denn noch? Keine Ahnung, der ist schwul. Mhm. Wenn jetzt jemand lieber homosexuell genannt werden möchte, dann meine ich das aber doch nicht böse, wenn ich sage, er ist schwul. So, ich denke, es kommt drauf an, was bei uns im Kopf passiert. Ich habe gleich noch einen Gedenkanstoß für dich. Jetzt erzähle ich erstmal die Geschichte zu Ende. Ja. Auf jeden Fall, die waren in der Fußgängerzone und Szenario war, die sollten Passanten ansprechen und sagen, hier, mein Handyakku ist alle, ich treffe mich hier mit meiner Schwester, ich muss ganz dringend da anrufen, der Bescheid sagen. Und bei dem Weißen haben, glaube ich, 9 von 10 Passanten
haben angehalten und haben ihm das Handy gegeben und der durfte von da aus telefonieren. Und bei dem Dunkelhäutigen war es einer von 10. Ne? Und das ist halt so krass. Viele sind auch einfach, das hast du richtig, die Reaktionen wurden auch gefilmt, die sind auch einfach an ihm vorbeigegangen und haben teilweise den richtig böse runtergemacht oder so. Und bei dem einen, der ihn telefonieren hat lassen, der hat sogar noch vorher gefragt, ja, wohin denn? Das ist so krass, dass die Leute direkt denken, okay, der will jetzt, keine Ahnung, nach Syrien oder so telefonieren oder nach Afrika und so. Und das ist so ein Rassismus, der da irgendwie so in einem, in den Menschen in festsitzt, dass man direkt mit dunklen, dunkelhäutigen Menschen direkt, keine Ahnung, Afrika oder Syrien oder sowas verknüpft. Das ist doch, also... Ja. Aber auch krass, wo du das gerade sagst, Afrika oder Syrien. Also wenn man irgendwie so nachdenkt, dass bei einem Afrika eher so als Land abgestempelt ist. Ja. Also Afrika ist halt einfach ein Kontinent, der verdammt viele Länder hat. Aber irgendwie, wenn man so Länder aufzählt, ja und wo warst du schon so alles im Urlaub? Ja, keine Ahnung, Deutschland, Schweiz, Afrika. So. Ja. Es ist irgendwie so. Aber das ist ja auch so, weil in der Schule einem... die afrikanischen Länder gar nicht so nahe gebracht werden. Also zumindest war es bei uns so. Wir haben da vielleicht mal kurz drüber gesprochen, aber auch nicht ausführlich, indem wir gesagt haben, okay, es gibt die und die Länder in Afrika. Ich weiß nicht, ob es da bei euch anders war. Ich bin ja auch eine andere Generation als du beinahe. Vor allen Dingen eine andere Generation. Sagen wir mal so, du hast einfach Glück, dass du noch im richtigen Jahrzehnt geboren wurdest. Im richtigen Jahrtausend sogar. Im richtigen Jahrtausend. Es war knapp. Mit ein bisschen Pech wärst du ein ganzes Jahrtausend nach mir geboren. Ja, das ist ja auch so lustig, ne? Ich bin ja auch wirklich, ich bin ja im Dezember geboren. Dezember 99, aber auch wie das bei mir im Kopf sitzt, obwohl ich selbst beinahe ein 2000er Kind geworden bin. Das alles, was ab 2000 ist, ist total jung für mich. Ne, auch wenn die dann im Januar 2000 geboren sind, meine Mitwohnerin. Januar 2000, denke ich mir so, ja, Alter, die ist noch voll jung. die ist halt nur einen Monat jünger als ich. Und es ist aber trotzdem, irgendwie ist dann so ein Schnitt. Aber es ist auch schon krass, wenn man jetzt so langsam sich überlegt, ja, der ist im Jahr 2003 geboren worden, der ist mir neulich mit seinem Auto entgegengekommen. Ja. Und man denkt sich so, warum darf der denn überhaupt schon fahren? Der ist doch erst 5. Was ist denn los? Ja. Ich merke, mein Cousin ist ja auch dieses Jahr 18 geworden. Der ist 2002 geboren. Und du denkst dir einfach, warum bist du denn 18? Das kann doch gar nicht passen. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Huberla. Jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. Aber kennst du das auch? Was heißt kennst du? Wir haben ja beide eine Kindergarten-Vergangenheit. Du bist ja noch aktuell im Kindergarten sogar. Ja, ich habe es nicht rausgeschafft. Hast du nicht rausgeschafft. genau, und also ich erinnere mich, also ich habe, du kennst ja, also das eine, die einen beiden Mädels von meinem allerersten Kindergartenpraktikum 2015. So, überleg mal, ich habe die kennengelernt, da, die Kleine, da war die gerade 3 und es war da noch nicht so lange im Kindergarten, ne? Und die seitdem, und die ist jetzt, die wird jetzt am Sonntag, wird die 9? 8? 9, acht, ja. 9? Ich weiß es gar nicht. Also wenn es 2015 war, dann ist es 5 Jahre her. Ja. Soweit kann ich dir helfen bei deiner Rechnung. Ich glaube, die wird 8 oder 9. Das war so krass, als sie letztes Jahr in die Schule kam, weil das immer so für mich, hast du das auch manchmal, wenn du so Kinder hast, die schon so lange begleitest und dann kriegst du den Bogen nicht, dass sie jetzt plötzlich jetzt in, ne, das ist ja, weißt du, was auch irgendwie verwirrend ist, wenn du in den Sommerferien, mache ich ja manchmal so als Betreuerin in Ferienprogramm mit, und dann ist es auch seltsam, wenn auf einmal Kinder, auf die du früher aufgepasst hast, jetzt auf einmal als Betreuer dabei sind und du dann einfach denkst, bist du dir sicher, dass du auf Kinder aufpassen solltest? Manchmal hat es ja nicht viel auch mit dem Alter zu tun, dass man sagt, bist du sicher, dass du das machen solltest? Stimmt, das denke ich auch manchmal bei anderen, ja. Aber das sind Momente, die einen dann verwirren. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn mir Leute entgegenkommen, die genauso alt sind wie ich, die ich dann aus Grundschule oder Kindergarten kenne und seit der Grundschulzeit zum Beispiel auch nicht mehr so viel mit denen zu tun habe, dann kommen die mir im Auto entgegen und ich müsste eigentlich wissen, Kind, du bist auch bald 24, du sitzt selbst in deinem eigenen Auto und fährst. Dieser Junge ist genauso alt wie du, natürlich darf er fahren, aber irgendwie ist es trotzdem komisch.
Kurve rechts dran gefahren, Polizei gerufen, Entschuldigung, da fährt ein Entschuldigung, da fährt ein Achtjähriger. Ja, wenn man die seit der Zeit auch nicht mehr so richtig gesehen hat oder nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte. Ach ja. Aber um zu deinem Experiment nochmal zurückzukommen, es gibt auf YouTube Videos, die nennen sich Doll-Tests, also Puppenexperimente, Puppentests. Und klingt ein bisschen falsch, oder? Eigentlich schon, ne? Aber es kommt, geht nochmal in diese Rassismus-Ecke. Und zwar werden da Kinder gefragt, welche von zwei Puppen die böse ist. Also erstmal schon mal irgendwie eine seltsame Frage, weil Puppen sind ja an sich auch nicht böse. Der Unterschied zwischen den beiden Puppen bestand... es war keine Mörderpuppe dabei. Der Unterschied zwischen den beiden Puppen bestand eigentlich nur darin, dass die eine Puppe hellhäutig und die andere dunkelhäutig war. Manche haben das Experiment sogar nur mit Comicfiguren gemacht, nicht mal mit Puppen. Und da haben tatsächlich fast alle Kinder immer die dunkelsten Comicfiguren oder die dunklen Puppen als böse bezeichnet oder als hässlich und die hellhäutigen als hübsch oder nett. Und das fand ich krass, weil es vor allem auch schwarze Kinder waren, die gesagt haben, die schwarze Puppe ist die böse oder die schwarze Puppe ist die hässliche. Und das finde ich dann schon krass, wenn ich mir das so überlege. Und da reden wir von Kindern, ne? Genau, das ist, glaube ich, einfach so mittlerweile so in der, was heißt Erziehung, aber ich glaube, es ist einfach eine große Umstellung, die jetzt gerade stattfinden muss. Also viele Kindergärtner, und so haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, haben mittlerweile ja auch einfach immer mehr auch dunkelhäutige Puppen und so. Aber ich glaube, es ist noch nicht so stark verbreitet, dass man sagen könnte, okay, es wird jetzt für die Kinder zur Normalität. Viele Einrichtungen oder so werben damit, dass sie sagen, guck mal hier, wir haben eine Puppe, die ist schwarz und unsere Kinder spielen damit, ne? Was ja eigentlich der völlig falsche Ansatz ist, ne? Es sollte ja eigentlich eine Normalität sein, dass jede Einrichtung sowas hat, dass man damit nicht so prahlen muss, dass man das hat, sondern es sollte ja einfach gegeben sein, dass eine gewisse Diversität in der Einrichtung stattfindet. Und das ist ja einfach, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, in der Ausbildung haben sie zu uns ja zum Beispiel gesagt, wenn ein Kind uns danach fragt, wir sollen ihm mal die Hautfarbe geben, dass wir dann zurückfragen, welche Hautfarbe, also hell oder dunkel. Es ist halt auch ungewohnt für uns. Das ist halt, man muss sich auch überlegen, wenn du, gerade du jetzt, wo du ja in Mainz wohnst, wenn man so durch die Stadt geht, wie viele Plakate siehst du, auf denen Menschen abgebildet sind, die nicht weiß sind? Also ich rede jetzt mal noch nicht mal von nur Schwarzen, sondern auch Asiaten sind auch kaum vertreten, Inder. Diese Menschen gibt es auf der Welt, aber nicht im Fernsehen. Wie viele Hollywood-Stars kennst du jetzt gerade mal krass gesagt bei den weiblichen Schauspielerinnen, die richtig erfolgreich sind? Wie viele Dunkelhäutige kennst du da? Mir würde so spontan keiner einfallen. Mir fällt eine einzige ein, Charlie, aber wer weiß auch nicht, wie sie ganz heißt. Weißt du noch von Wissen macht A? Also die ist ja kein Schauspiel, die ist Shari, ja eine Moderatorin. Shari, so war das. Reeves. Genau. Die ist die einzige, die mir jetzt so einfällt. Mehr ist da auch, aber auch nicht, ne? Also, aber auch so im internationalen Vergleich. Ja. Auch schwarze Männer, die haben immer zwei Rollen. Entweder die komplett brutallos. Ja, entweder so total brutale Typen oder die lustigen. Will Smith ist halt total, Eddie Murphy, das sind alles so Spaß. Also Will Smith hat es irgendwie geschafft, aus dieser Ecke rauszukommen, aber ich glaube, als schwarzer Mensch hat man es ziemlich leicht. Ja, wobei ja dem sein ganzer Erfolg ja darauf gestartet ist, dass er einfach dieser Lustige war mit Prince of Bel-Air. Ja. Ne? Und deswegen, also ich glaube auch, also wenn dann halt auch mal Dunkelhäutige oder so in den Medien sind oder mit ihnen geworben wird oder so, dann kann es halt auch ganz schnell werden, dass es nach hinten geht. Da haben wir uns ja schon mal gestern unterhalten. Ich glaube, es war DAK. Nicht DRK, sondern DAK. Irgendeine Versicherung. Die hatte ein Pärchen, also eine weiße Frau und ein dunkelhäutiger Mann. Das war ein Sportstudent oder irgendwie sowas. Sportstudent? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas in Kolle. Ist ein Kölsche Jung. Sportstudent. Es ist ein Kölsche Jung. Und der hat damit geworben und auf diesem Plakat ging es darum, dass die beiden sich freuen, die kriegen ein Baby oder so, ne? Und
über den ist so ein Shitstorm zusammengebrochen, weil alle gesagt haben, der Schwarze, da wird die deutsche Natur kaputt gemacht und so, ne, jetzt kriegen die Schwarzen und die Weißen schon Menschen zusammen, also, ne. Sie kriegen Menschen zusammen. Was für ein Schwachsinn, ey, ne. Und der hat dann auch gesagt, das war so eine Dokumentation, wo der dann auch interviewt wurde und hat so gesagt, ey, ich bin nur ein Student, ich bin hier in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen in Köln, ich mach nichts. Das war das erste Mal, dass ich so in die Öffentlichkeit getreten bin, das erste Mal mit meiner Freundin dieses Plakat da gemacht habe. Der hätte auch nie mit sowas gerechnet, dass das so über ihn einbricht, was ja auch, das kann man doch nicht, also ich bin da immer noch. Das ist schon ätzend. Ja. Apropos Versicherung, hast du eigentlich schon die neue Corona-App geladen? Aber natürlich. Direkt wirklich? Am ersten Tag, als sie rauskam, direkt gedownloadet. Du nicht, oder wie? Nee, irgendwie noch nicht. Ich habe irgendwie noch nicht den passenden Moment dafür. Ich meine, eigentlich finde ich das, also ich habe da keine Bedenken, was jetzt irgendwie Datenschutz oder so angeht. Hm. Ich will gar nicht wissen, was Google alles von mir weiß. Also da haben die ja wirklich auch arg drauf geachtet. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen irgendwie so ein bisschen die Panik verstärkt. So, wenn du gesagt bekommst, du warst dann und dann da und da und da war dann auch jemand. Aber überleg mal, ich habe sie seit 6 Tagen, war es das, glaube ich, ne? Und ich war ja am Samstag auch bei diesem Unterrichtstag und da gab es immer mal wieder Momente, wo man sich natürlich auch näher gekommen ist als diese 1,5 Meter. Und selbst da bin ich immer noch bei niedrigem Risiko, ne? Und also das schlägt ja wirklich nur Alarm, wenn jemand positiv getestet wurde. Und das ist ja. Aber da ist halt wieder die Frage, bist du im niedrigen Risiko, weil von der Gruppe noch kaum jemand die App hat? Weil das kann ja natürlich auch sein, wenn von den, weiß ich nicht, wie viele Leute, wenn ihr 30 Leute wart und von den 30 hatten nur 5 die App, dann denkt die App natürlich, okay, da waren nur 5 Leute. Also sowas funktioniert natürlich nur, wenn es viele Leute haben. Ich denke, ich werde das noch machen, aber ich habe irgendwie noch nicht, immer wenn ich dran denke, habe ich kurz keine Zeit. Ich habe das Gute ist, dass es ja relativ früh morgens rauskam, die App. Mhm. Und dass ich dementsprechend noch in meinem Frühstücksmodus war und deswegen da gerade Zeit hatte und habe sie mir direkt gedownloadet, weil ich sonst auch, hätte ich sie glaube ich nicht, bis heute noch nicht, weil ich dann einfach das auch zeitlich einfach immer wieder vor mir hergeschoben hätte oder so. Mhm. Aber weil das dann gerade so akut quasi war, habe ich mir die direkt geladen. Wir haben doch neulich... Ich wollte noch den Gedankenanschluss, der mir gerade eben kundgeben. Hat auch so ungefähr mit dem Thema zu tun. Das ist ja mein Struggle gerade eben gewesen. Ich weiß nicht, was man wie am besten sagen darf, weil das ja auch bei vielen unterschiedlich und auch unterschiedlich doof oder so aufgenommen wird. Ich bin jetzt letztens nochmal in dem Studium, fällt mir das immer häufiger auf, dass wenn wir über Menschen mit Beeinträchtigungen reden, sagen ganz viele Behinderungen, aber ich habe es durch die Ausbildung halt auch so bei mir irgendwie verinnerlicht, dass es Menschen mit Beeinträchtigungen sind. Also es gibt keine behinderten Menschen, es gibt nur beeinträchtigte Menschen. Ja. Wo bist du? Verstehst du meinen Struggle, warum? Also ich verstehe das total und ich merke auch, dass mir selbst irgendwie so ein kurzer Ups-Moment, also jetzt nicht so. Nicht wie in der Inkontinenzwerbung. Sondern dass wir kurz so ein, dass ich hellhörig? Ja, dass ich halt hellhörig werde, wenn jemand sagt, ich arbeite mit Behinderten, weil uns das ja wirklich in der Ausbildung richtig quasi verboten wurde. Aber auch da denke ich wieder, es kommt drauf an, wie ich das sage. Wenn ich beleidigend sage, ey, du bist doch behindert, dann ist es nicht korrekt. So, wenn ich jetzt aber sage, ich arbeite mit Menschen mit Behinderung, so what? Weißt du, ich finde das jetzt nicht wirklich beleidigend. Wenn jetzt ein Mensch, der wirklich eine Behinderung hat, zu mir sagt, ich finde, das ist beleidigend, weil viele das eben in diesem beleidigenden Kontext sagen, dann kann ich auch sagen, okay, es tut mir leid, ich wollte dich nicht angreifen, das war nicht meine Absicht, ich werde es in Zukunft unterlassen, so über dich zu reden. Mhm. Aber im Allgemeinen finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn jemand nichts Böses dabei meint. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich denke, man muss einfach den bösen, man muss die Gedanken der Menschen ändern und nicht die Worte, die sie sagen. Also wenn die Gedanken gut sind, dann sind die Worte auch gut. Mhm. Klingt vielleicht sehr naiv, vielleicht bin ich einfach da auch noch sehr naiv. Aber auch da denke ich wieder, das befeuert halt die Leute, die dann sagen, man darf gar nichts mehr sagen. Ja. Oh, wählen wir die AfD. Hast du mitbekommen, die Diskussion, die Grünen, glaube ich, oder so, wollten, hatten überlegt, ob, also wir hatten den Gesetzentwurf irgendwie reingebracht, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, aus dem zweiten Artikel, dritten, vierten, ich weiß gar nicht mehr. Ja, dass jemand nicht aufgrund seiner Rasse genau irgendwie ungerecht vernachlässigt, was weiß ich, ja. Da ist der Bastian gerade über den Boden gekrabbelt. Ja, der darf nicht mehr aufstehen. Also. Nach dem technischen Desaster gestern ist das seine Strafe. Nein, der hat sich nur mal auf den Boden gesetzt. Er ist heute, ich habe ihn abgerichtet, den Wildchen im Blick zu halten, damit die Aufnahme nicht unbemerkt stoppt und wir eine halbe Stunde weiterreden, obwohl nichts aufnimmt. Ja. Und deshalb hat er sich's gerade nochmal anders gemütlich gemacht. Ja, was sagst du zu diesem Gesetzesvorschlag, zu diesem Gesetzeswunsch? Sinnvoll also, oder nicht? Also, ich finde es schon noch sinnvoll, dass es, solange es diese Diskriminierung gibt, sollte das noch im Grundgesetz stehen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, jemand, der, also ich verstehe den Gedanken dahinter, es sollte keine Rasse geben. Das ist halt eben ein Wort, das im Nationalsozialismus negativ geprägt wurde. Ja. Aber wie willst du es anders ausdrücken? Also ich finde es schon okay, weil es geht ja in diesem Gesetz auch um was Gutes. Und solange jemand mit dunkler Haut zu einem Bewerbungsgespräch kommt und mit den gleichen Voraussetzungen, mit den gleichen Qualifikationen immer noch seltener eingestellt wird als jemand, der weiß ist. So lange sollte das auch im Gesetz stehen, weil sonst hat man ja nichts, auf das man sich berufen kann. Dann kann man ja quasi dir halt direkt vors werden, Gesicht ne? sagen. Ja, aber das finde ich... Ja, eigentlich steht ja da drin, unabhängig seiner Herkunft oder seines Aussehens oder so. Also ist ja eigentlich schon relativ umfangreich umschrieben und das Rasse ist ja nur quasi noch so hinterhergeschoben. Deswegen, also... Ich weiß nicht, ich denke immer, wir haben doch größere Baustellen in Deutschland, oder? Wir haben auch größere Baustellen im Grundgesetz. Man sollte eher danach gucken, dass das alles umgesetzt wird, dass sich was in den Köpfen der Menschen ändert und dann kann man anfangen. Das Grundgesetz wird von so wenig Leuten gelesen. Ich glaube, Philipp Amthor ist der Einzige, der regelmäßig das Grundgesetz liest. Und von daher... Dad, Überleitung. Bam! Philipp Amthor. Weißt du, was hier auf meiner Liste steht? Dick, fett, Philipp Amthor. Gestern Fipsi. Abend. Das war, glaube ich, jemand anders. Das ist der neue Fipsi. Ja, stimmt. Ich habe es mir gestern tatsächlich mal angetan. Vor ein paar Tagen gab es ja die Aktuelle Stunde im Bundestag über Lobbyismus. Mhm. Und ich habe mir die ganze Stunde mal angetan. Habe mir gedacht, okay, ziehst du jetzt mal durch. Was haben sie denn so Schlaues erzählt? Sie haben natürlich auch viel Scheiß erzählt, zumindest gewisse Teile des Parlaments mit gewissen, also parteiischem Hintergrund. Es gab aus aber dem auch, rechten Flügel. Genau, es gab aber auch sehr, sehr Anstöße, die ich gar nicht so direkt im Blick hatte, als ich angefangen habe, dieses Video zu sehen. Denn es ging ja die Aktuelle Stunde um Lobbyismus. Und Thema war hauptsächlich... Zumindest bei den Abgeordneten von den Linken, Grünen und SPD. Die Linke hat angefangen und dann kam CDU. Und auf jeden Fall ist es schon so gestartet, dass es ein allgemeines Gespräch quasi erstmal um Philipp Amthor, um die Sachlage ging. Das quasi gesagt wird, Philipp Amthor hat Scheiße gebaut. Und dann kam irgendwann... Ja, das müssen wir vielleicht nochmal kurz... Achso, erwähnen, ja. Was da war, oder? Genau, ja. Also, ich werde das kurz nochmal umreißen. Also, Philipp Amthor hatte vor ein paar Wochen einen Brief geschrieben, in dem er eine Firma empfohlen hat. Diese Firma hat sich im Nachhinein herausgestellt, existiert quasi gar nicht. Also, die meisten, die da im Vorstand sitzen, sind irgendwie miteinander befreundet. Also, es ist irgendwie ein sehr dubioses Unternehmen.
Und Philipp Amthor hat eben diese Firma empfohlen und das Ganze auf dem Briefpapier oder unter dem Briefkopf des Bundestags. Und daraufhin fand, also das ist halt ganz klar, das ist Lobbyismus. Und um Lobbyismus mal ins Deutsche zu übersetzen, Lobbyismus ist Korruption. Das kann man einfach so sagen. Also, und da haben dann verschiedene Parteien verschieden reagiert. Die CDU-CSU haben quasi gesagt, na du, das machen wir aber nicht. Haben dem Philipp Amthor mal auf die Finger geklopft und haben das dann quasi so abgetan mit, ja, er ist ja noch jung. Man muss dazu sagen, der Junge ist 27, also der ist voll schuld. Hat gesagt, weil das Argument kam auch wieder in der Diskussion, hat gesagt, ja, der ist ja noch jung, bla bla bla. Und dann hat eine von den Grünen gesagt, also jetzt zu sagen, mit Philipp Amthor ist ja noch so jung, also der Mann ist so alt kann ich gar nicht werden. ja, ich meine, aber wenn ich mit 24 oder in 3 Jahren mit 27, wenn ich privat Scheiße baue, dann sagt auch keiner, ja, du bist ja noch jung. Dann sagt man auch, du bist bald 30, du musst langsam wissen, was richtig ist. Und nur weil er aussieht wie 12, heißt es ja noch nicht, dass er einfach auch sich benehmen darf wie 12. Und, ja, vor allem, weil er sonst sich ja halt echt immer benimmt wie 60. Daraufhin hat dann auch ein Politiker von Die Partei, Nico Semsrott, der sitzt auch im Europaparlament, Philipp Amthor angezeigt und hat gesagt, wenn er seinen Lobbyismus auf dem Briefpapier des Bundestags machen kann, dann könne Nico Semsrott auch die Anzeige auf dem Briefpapier des Europaparlaments schreiben. Und das hat er dann auch getan. Ja, genau. Und darüber wurde dann diskutiert. Ja. Johannes, du darfst weiter. Ja. Dann kam nämlich ein, die haben geredet, bla bla bla. Es war ein ziemlich deutliches, von der linken Seite her, ein ziemlich deutliches Plenum gegen die Aktion von Philipp Amthor, was ja vollkommen gerechtfertigt ist. Aber dann kam, ich gebe ja ungerne der FDP mal recht, ne? Aber okay, also noch ungerne eigentlich der AfD, aber die FDP ist auch nicht, hat manchmal gute Momente, wie in diesem Moment. Da kam nämlich ein Abgeordneter und er hat ziemlich ruhig und sachlich dann auch nochmal klargelegt, dass es da doch nochmal dass man sich nochmal auf ein Thema jetzt verständigen sollte, worum diese Aktuelle Stunde geht. Weil diese Aktuelle Stunde ging nicht darüber, Fall Philipp Amthor. Das hat er nämlich auch nochmal so beleuchtet, gesagt, hier, wir sind hier ein Parlament, wir diskutieren Lobbyismus und ein Lobbyismusgesetz und wir richten nicht über Philipp Amthor. Dazu gibt es ja diesen, nach der Sommerpause gibt es ja diesen Untersuchungsausschuss und wie heißt das? Die haben CDU, CSU hat eine Dingens einberufen, Fraktionssitzung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ne? Auf jeden Fall reden die da nochmal gezielt mit Experten und mit Philipp Amthor und gehen dann die Beweise klar durch und werden dann darauf reagieren. Was ja vom Prinzip her. Die Anzeige ist ja. Genau, das ist ja nochmal was anderes, was die in der Partei da machen. Was ja vom Prinzip her ja gar nichts Falsches ist. Ne? Das kann man machen. Kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt schon vor der Sommerpause sinnvoll gewesen wäre oder danach. Die Frage ist, warum Abgeordnete sowieso eine Sommerpause brauchen, die 5 Monate geht. Aber egal. Und der hat aber gesagt, ja, die Aktuelle Stunde, also der FDP-Mann, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, hat dann gesagt, hier, aber wir sind jetzt in der Aktuellen Stunde Lobbyismus. Wir reden nicht über Philipp Amthor. Es geht nicht darum, über ihn jetzt ein Urteil zu fällen, sondern es geht darum, zu gucken, wie können wir als Abgeordnete unseren Ruf wiederherstellen, wie können wir als Abgeordnete unseren Ruf schützen. Und das war auch so. Ich habe mir echt gedacht, und dann haben sie wirklich noch Ewigkeiten darüber geredet, warum die CDU, CSU diese Sitzung erst nach der Sommerpause macht. Wo der eine CDU-Mann dann auch gesagt hat, ja, ey, wenn wir das jetzt vor der Sommerpause gemacht hätten, hätten wir uns Mitte September hingesetzt und hätten das hier im Bundestag besprochen. Wenn wir das jetzt nach der Sommerpause machen, machen wir das Anfang Oktober. Ist ein Monat. Das ist halt jetzt... Aber ich muss dazu sagen, es wundert mich nicht, dass gerade ein FDP-Mann darüber reden möchte, wie man sein Gewissen von Lobbyismus freiredet. Also gerade die FDP ist ja auch ganz nah an der Spitze von vielen Unternehmen. Ja,
Das, ja. Das aber wo wir gerade schon bei Politikern sind, hast du mitbekommen, dass ein Soldat der KSK einen Brandbrief an Annegret Kramp-Karrenbauer geschrieben hat? Ja, das habe ich mitbekommen. Aber also, dass ich überhaupt so frage, wir haben ja gestern schon drüber geredet. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe es sogar dir erzählt und dann sind wir darauf gestoßen. Ich hatte es aber tatsächlich auch auf meiner Liste. Ja, ja, also. Ja, ich glaube dir, du hast jetzt richtig schön ja, raus. Ja. Da ist, das kann ich nochmal wiederholen von gestern, da ist für mich die größte Frage, also ist es ja klar, dass in der Bundeswehr vieles, vieles schief läuft, dass es viel, viel Rechtsextremismus da auch gibt und viel, viel, wo die Bundeswehr, wo die Soldaten meinen, okay, wir machen jetzt unsere eigene Wehr und wir klauen uns hier die Waffen und so ein Scheiß. Das ist ja alles klar, aber ich finde das immer noch absolut bescheuert, dass sowas quasi als Whistleblowing überhaupt, also nötig ist, dass jemand whistleblowt und das sagt, hier, wir haben ein Rechtsextremismusproblem. Ja. Dass das nicht schon einfach direkt klar ist. Also, ne, also das heißt, ich denke, klar, das ist ähnlich wie bei Philipp Amthor. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Philipp Amthor. Da hat wahrscheinlich auch jemand zu den hohen Tieren in der Bundeswehr gesagt, hier, du, da müsst ihr aber mal ein Auge drauf werfen. Aber da wollte wahrscheinlich niemand ein großes Ding draus machen, weil man der Bundeswehr vielleicht einfach, weil man den Ruf der Bundeswehr nicht schaden wollte. Der ist doch sowieso im Arsch. Infolgedessen, wenn also im Zusammenhang damit steht auch, dass der Verfassungsschutz jetzt Attila Hildmann näher kontrolliert. Also wir haben ja schon öfter über Attila Hildmann gesprochen und jetzt hat er wohl ein Video gepostet, wo ein Bundeswehrsoldat eben zum Kampf gegen die Verschwörer, also eigentlich sind sie ja die Verschwörer, aber halt im Kampf gegen die, die was vertuschen in deren Augen, aufruft und Attila Hildmann selbst hat auch schon gesagt, man soll bis zum Tode kämpfen. Und wenn man jetzt überlegt, was du auch schon gesagt hast, dass in der Bundeswehr in letzter Zeit seltsamerweise Munition und Geschütze verschwinden und niemand weiß, wo sie sind, ist das natürlich auch ein krasser Gedanke. Ja, aber da, also es scheint da irgendwie niemanden so richtig zu interessieren. Ne? Also man sagt immer, okay, wir müssen die Bundeswehr jetzt mal, aufräumen, wir setzen einen neuen Verteidigungsminister ein. ETC hatten wir ja alles schon, ne? Es fing mit Thomas de Maizière an, der wo da alles schiefgelaufen ist. War der? Ne, der war nicht Verteidigungsminister. Wer war denn vor Ursula von der Leyen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und dann kam ja Ursula von der Leyen, die das als nächstes gemacht hat. Das ist auch ein großer Witz. Genau, wo es auch einfach ein Witz war. Und dann dachte mir, und dann wurde ja Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzende gewählt und dann hat man ihr halt einen Posten geben müssen, damit sie, damit es nicht allzu komisch wird, wenn sie eigentlich hätte ja Kanzlerkandidatin werden sollen. Genau, und dann ist die jetzt Verteidigungsministerin geworden und was passiert? Wir haben immer noch Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Es verschwinden immer noch Sachen, es wird immer noch kaputte Sachen an die Soldaten ausgeteilt. Also, na, ob das ja, aber so seien wir doch läuft? Mal ehrlich. Also, ja, vor Annegret Kramp-Karrenbauer war Thomas, war Ursula von der Leyen, dann vorher Thomas de Maizière und davor Gutenberg. Ja. Und das sind jetzt so die letzten 10 Jahre, glaube ich, gewesen, sind so die 4 Leute. Und seien wir mal ehrlich, das war bis jetzt irgendwie immer so dieses Abstellgleis für die, die, weißt du, was ich meine, Gutenberg ist danach aus dem Amt gegangen. Okay, de Maizière, der hat wohl da aber vielleicht was richtig gemacht. Ursula von der Leyen wollte man wahrscheinlich auch einfach nicht direkt in die Rente entlassen. Da hat man wahrscheinlich gesagt, die Frau hat viele Kinder, die dürfen wir nicht komplett hier hängen lassen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat irgendwie auch als neue Hoffnung verkackt und ist jetzt auch Verteidigungsministerin. Und warum sollen die denn auch was auf dem Gebiet können? Was qualifiziert sie denn dazu, das zu tun? In Indien, was? Ich glaube, es war in Indien, gibt es halt wirklich für jedes Ministeramt ist halt auch wirklich jemand, der davon Ahnung hat. Ne? Also da ist der ist Gesundheitsminister ja ist ein Doktor. Eine Familienministerin hat
Familie. Ne? Also, ja, da war Ursula von der Leyen ja voll qualifiziert. Genau, ich, ich meine, ich kann jetzt auch nicht ganz verstehen, wie eine Frau, die irgendwie 7 Kinder hat und trotzdem Vollzeit arbeitet und wahrscheinlich ihre Kinder kaum gesehen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen, die Vollzeit arbeiten, keine richtigen Mütter sein können. So will ich nicht sagen. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie als Frau von und zu und als Frau, die halt einfach sehr viel Geld verdient, dass sie wirklich sehr nah an den Ängsten und Sorgen einer Mutter so krass dran war. Will ich jetzt einfach mal so behaupten. Willst du einfach mal so behaupten? Aber ja. So oder so, ich finde das vollkommen richtig. Ich würde ja auch nicht mich in einem Krankenhaus bewerben und sagen, ich will hier Chefarzt werden, ohne dass ich eine Ahnung von Medizin habe. Also, das ist auch eigentlich ein logischer Gedanke, dass jemand ein Ministeramt begleitet, dass er da eine Ahnung von hat, oder? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch wieder sehr naiv. Ja, aber das, also ja, ich bin da voll bei dir. Das ist, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Nö, ne, das ist auch so, hier die, wer ist die? Die Jute, die Julia, Julia Klöckner, die Frau Nestle. Ja. Ne, da war es ja in Ordnung, dass die Landschaftsministerin war, weil die kommt ja einfach vom Land. Ja, genau, die hat auch viel Ahnung von Landwirtschaft. Sie aber sah das war doch die, so hat aus. Sie nicht mit, aber hat sie nicht mit Kaufland und Lava zusammen gekocht? Die hatte, glaube ich, oh, da ist mein Handy runtergefallen. Ich meine, Julia Klöckner hätte mit dem Johann Lafer zusammen eine Kochsendung gemacht. Mhm. Und die wurde gesponsert von Kaufland. Und da hat sie jetzt unter anderem Nestlé-Produkte verwendet. Mhm. Und das gute Fleisch der Güteklasse 1, das ja irgendwie das Schlechteste ist, was man kaufen kann, verarbeitet. Ich erinnere mich wieder, ja. So, aber da wären wir auch wieder bei Lobbyismus. Ja. So. Aber ja, das rettet halt leider den Planeten nicht. Ja, ich bin mir da auch so unsicher, ob es jetzt unbedingt, also, ne, ob da wirklich was Böses hintersteckte von wegen, okay, ich bekomme von Nestlé einen Haufen Kohle dafür, dass ich das mache. Ich hätte mir auch zum Beispiel vorstellen können, dass einfach ein bisschen Werbung für sie war, dass sie dieses Angebot bekommen hat und gesagt hat, oh, da kriege ich gut Klicks, da kriege ich gut Werbung. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt beabsichtigt war. Ist eine andere Sache, dass es trotzdem scheiße von ihr war, weil das hätte sie, darauf hätte sie achten müssen und dann einfach sagen können, okay, Werbung hin oder her, das also ich sag ist mal, jetzt gerade einfach diese Nestlé-Sache, okay, der Nestlé ist so ein Riesenkonzern, da kann man auch selbst nicht unbedingt immer alles im Kopf haben. Wenn einem da was hingestellt wird, wo, keine Ahnung, Volvic draufsteht, da kann man nicht unbedingt immer direkt wissen, dass das alles Nestlé ist. Ja. Ist okay, das ist eine Sache. Aber man sollte zumindest wissen, dass Fleisch der Güteklasse 1 totale Scheiße ist. Und dann kann man, wenn man das verarbeitet, kann man das wenigstens vorher aus der Packung rausnehmen und muss die Packung nicht in die Kamera halten. Ja. Außerdem hat diese Frau ja auch viele Berater. Da müsste eigentlich einer, wenn man weiß, es ist eine Landwirtschaftsministerin, einer darauf achten, dass die Produkte, die da verarbeitet werden, die entsprechende Qualität haben. Meiner Meinung nach. Müsste man eigentlich meinen, ja. Ich glaube, es geht aber einfach vielen, kriegen das nicht so mit oder also denken einfach nicht so weit und sagen dann, ach, es gibt gut Werbung. Blablabla. Es geht halt auch leider den meisten mehr um sich selbst als... Ja. Politikern, die, ich glaube, die meisten haben vergessen, dass sie eigentlich für das Volk da sein sollen, nicht für ihren eigenen Geldbeutel. Weil das sie sollen das Volk so. Vertreten einfach und nicht die großen Konzerne. Ja, also es ist vor allen Dingen so, ne, wie, wenn man überlegt, wie viel die Mitglieder des Deutschen Bundestages alleine verdienen, nur die Mitglieder. Ja. Wenn du Minister bist, verdienst du ja nochmal deutlich mehr, dass du da dann noch sagst, okay, ich mache jetzt zusätzlich noch Profit und verdiene noch zusätzliches Geld, wo ich mir denke, du hast doch schon so viel Geld, wie ich noch nicht mal verdienen könnte. Ne? Und das ist, ja. Sollen wir mit was Positivem abschließen, Johannes? Ja, dann, Weil ich möchte nicht mit Politikern und deren falschen Moralvorstellungen aufhören. Ich hab tatsächlich nur Schlechtes auf meiner Liste stehen. Ach, ich erzähle eine lustige Geschichte, pass auf. Ich letztens im Bus, sitze da so, bin auf dem Weg Richtung Stadt. Und dann sehe ich so neben mir an mir vorbeifahren, so ein Roller. So, ein Roller mit zwei Leuten drauf. Also so ein, ne, nicht so ein E-City-Roller, sondern so einen richtigen Roller. So, Motorradroller. Genau, und das ist ja eigentlich vom Prinzip her gar nichts
falsch ist, ne? Aber dann habe ich aufs Kennzeichen gesehen und es war ein WW-Kennzeichen. Dann habe ich kurz überlegt, warte mal, also es hat auch an dem Tag geregnet, seid ihr jetzt vom Westerwald mit eurem Roller hier hingefahren? Weil am Morgen war noch Sonnenschein, die hatten auch nur T-Shirts an, und dann hat es halt nachmittags geregnet und die waren patschnass, also, Alter, so wow. Macht Rollerfahren noch richtig Bock. Ja, ist das für dich positiv, aber jetzt genug? Das ist auf jeden Fall positiv. Vor allen Dingen, wenn ich mir bedenke, dass es jetzt richtig warm ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, bist du ja wahrscheinlich schon bald bei uns. Das stimmt. Ja, wir sehen uns ja schon wieder. Ach, dann können wir wieder vom bewegten Wochenende erzählen. Genau. Mein Freund wird nämlich heute am 26.06. 10.000 Tage alt. Und das muss natürlich ein bisschen gefeiert werden, nachdem die ganzen Corona-Einschränkungen ein bisschen gelockert wurden. Wollen wir da ein bisschen feiern. Du musst mir gleich noch sagen, was ich ihm schenke. Aber jetzt beenden wir jetzt. Ich wusste das. Alles klar. Ich bringe mal einen Kasten Biermehl. Klingt gut. Jetzt beenden wir aber erstmal die Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir hofen. Genau, wir hofen, dass es Spaß gemacht. Wir hofen, ihr hattet Spaß und es denieselt nicht so viel. Oh, und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende und hoffen, ihr habt schönes Wetter. Ich weiß gar nicht, wie die Wochenendprognose ist für das Wetter. Jetzt gerade, also jetzt Montagabend, 7:15 ist es, wunderschönes Wochenende, wunderschönes Wochenende. Freitagnacht, also Freitag auf Samstagnacht soll auch super werden. Wir wollen ja draußen feiern, da muss. Ja, weißt du, wie beim letzten Mal. Also wenn es diese Nacht regnet, dann denkt an uns. Gut, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Denise, letzte Worte von dir. Berühmte letzte Worte? Nein, da bin ich gut in sowas. Gut. Tschüss. Dann tschüss. Kompodcast.